Die hochwürdigen und ehrenwerten Personen wurden alle schon begrüßt. Ich steige direkt ein, freue mich, dass ich Ihnen jetzt ein Studienprogramm vorstellen darf. Herzliches Grüß Gott auf jeden Fall nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Christian Mayer. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Herrn Bartosch und seit 3 Jahren Referent für das Projekt Laudato Si. Ich darf Sie für 10 Minuten nach Rom entführen. Und zwar möchte ich Ihnen ein Beispiel für ein Studienprogramm vorstellen, das die integrale Ökologie im Kern hat und auf Laudato Si aufbaut. Das Joint Diploma in Ecologia Integrale apportiere dalla Laudato Si. Es ist ein Beispiel, ich habe recherchiert, es gibt weitere Studienangebote, aber mit dem kamen wir in Rom persönlich in Kontakt und ich darf es Ihnen eben vorstellen. Die Macher, die Initiatoren sind die päpstlichen römischen Universitäten und Athenäen. Sie sehen hier oben die Siegel und Logos, also unter anderem die Gregorianer, die Pontificia Universita Lateranense, Salesianer und andere. Es sind alle 7 päpstlichen Universitäten im Zentrum von Rom. Diese haben sich für dieses Studienprogramm zusammengeschlossen zu einer Alleanza Laudato Si per la cura della casa comune, also eine Allianz zur Fürsorge für das gemeinsame Haus, für unsere Erde. Das Studienprogramm ist ein Hauptprojekt. Daneben gibt es weitere, meinetwegen Roundtables zu organisieren und die Entwicklung weiterer akademischen Angebote und die Implementierung in die Curricula der päpstlichen und katholischen Unis, schreiben Sie. Hauptkoordinator ist Professor Prem Chalko von der Gregorianer. Mit ihm waren wir auch schon mehrfach persönlich in Kontakt. Und Quelle für meine Ausführungen ist diese Broschüre, die allerdings nur auf Italienisch vorliegt, bis jetzt. Die Gliederung meines kurzen Vortrags, zunächst das Ziel, dann werde ich einige zentrale Elemente nennen, zentrale administrative und organisationspraktische Punkte und ein kurzes Wort zur Zielgruppe. Ziel des Studienprogramms, so schreiben die Anbieter, die Botschaft, la visione e la missione von Laudato Si verbreiten und vertiefen, um eine Art kulturelle Revolution auf den Weg zu bringen, indem man das erforderliche Bewusstsein bei den Menschen generiert, zudem die Menschen bilden und ermutigen, um persönliche und gesellschaftliche Initiativen auf den Weg zu bringen, die der Sorge für das gemeinsame Haus dienen. Die Initiatoren sehen es als Einladung als Antwort auf die Einladung von Papst Franziskus zum Dialog. Der Papst bekräftigt im Zusammenhang mit dem drohenden Zusammenbruch unseres gemeinsamen Hauses und der Zerstückelung der sozialen Beziehungen: Wir haben eine Bildungsherausforderung vor uns. Zudem ist dieses Studienangebot, schreiben die Macher, eine Reaktion auf die Fordernis, dass die künftigen Pastori, also die Hirten, vor allem Priester, in ihrer Ausbildung vertiefte Kenntnisse über die relevanten ökologischen und sozialen Krisen und ihre Ursachen erhalten. Soweit die Ziele. Die Grundstruktur: Es ist ein Zertifikatsstudium, also ein Zusatzstudium, mit 12 Credits insgesamt. Im Kern steht eine Lehrveranstaltungsreihe zu Laudato Si. Es gibt ein Mini-Praktikum, praktische Erfahrungen. Man soll an einer Diskussionsrunde teilnehmen, eine schriftliche Arbeit und eine mündliche Prüfung. Und das Ganze soll innerhalb von 6 Monaten absolviert werden. Das ist eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Man könnte es auch anders machen. Ich zoome rein in das zentrale Element, die Lehrveranstaltungsreihe. Ich habe das hier einfach mal dargestellt, habe es auch als Handout, wen es interessiert. Ich nenne nur ein paar zentrale Punkte. Diese Veranstaltungsreihe dient für das Approfondimento della Laudato Si, also für die Vertiefung der
Themen und Inhalte und ein größeres Verständnis. Es gibt 6 Blöcke, die den 6 Kapiteln der Enzyklika entsprechen. Angefangen von, was unserem Haus widerfährt, das Evangelium von der Schöpfung, die menschlichen Wurzeln der ökologischen Krise und weiter. Jeder Block ist in weitere Unterthemen unterteilt, die, das sind die Kernbereiche, die mit den aktuellen Herausforderungen verbunden sind, von der Theologie über die Philosophie, von den Wirtschaftswissenschaften über soziokulturelle und politische Themenfelder, von der wissenschaftlichen Analyse bis hin zu Glauben und Spiritualität. Jedes dieser Felder wird von einem oder mehreren Dozenten bedient. Die Dozenten sind überwiegend Professoren und Professorinnen der beteiligten Universitäten und auch einige Praktiker, meinetwegen vom Global Catholic Climate Movement. Jeder Block umfasst 4 Unterrichtseinheiten auf 45 Minuten und die Standorte wechseln. Also Block 1 findet an der Universität San Tommaso statt, Block 2 an der Universität Santa Croce. Also ein rotierendes Standortsystem. Gut, das Mini-Praktikum, überschrieben mit Laboratori Seni di Speranza, also Zeichen der Hoffnung, soll dazu dienen, dass die Studierenden direkt eintauchen in konkrete Erfahrungen ökologischer Erneuerung. Die Koordination hat eine Dame vom Global Catholic Climate Movement. Die Teilnehmer sollen wählen zwischen einem dieser Angebote. Ökogerechtigkeit, da geht es um die Verbindung zwischen Einwanderung und Klimawandel. Nachhaltige Wirtschaft ist eine weitere Wahlmöglichkeit. Umweltbildung, da geht es darum, wie kann man das Thema der Sorge um die Schöpfung in die Katechese, also die Vermittlung der christlichen Botschaft, oder den Glaubensweg einer Gemeinschaftsgruppe integrieren. Ökospiritualität schließlich kann gewählt werden, da geht es um Berührung mit der Natur, es wäre eine Wallfahrt zu franziskanischen Orten in Assisi und anderswo. Die Italiener sind natürlich da durchaus gesegnet mit Orten, die naturnah sind und gleichzeitig ja irgendwo einen spirituellen Geist auch verkörpern. Weitere zentrale administrative Punkte sind die Einschreibegebühren, 100 Euro für Studenten, die bereits an einer der beteiligten Universitäten eingeschrieben sind, 300 Euro für Externe. Zulassungsvoraussetzungen, vorzugsweise ein erster Studienabschluss, Bachelor, jeglicher Fachrichtung. Mindestvoraussetzung, Diploma di Scuola Superiore, also Abitur oder Fachabitur. Es gibt einen wissenschaftlichen Beirat, die Namen brauchen nicht weiter zu interessieren, aber es sitzt Kardinal Peter Turkson vor, der Präfekt des Dikasteriums für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen, Pater Friedrich Bechina ist auch in diesem wissenschaftlichen Beirat, Pater Bechina ist manchem hier im Raum bekannt, er ist Unterstaatssekretär in der Bildungskongregation und auch, wo haben wir sie, Mary Evelyn Tucker, Oliver kennt sie gut von der Yale University, da gibt es auch ein Forum on Religion and Ecology. Gut, schließlich die Zielgruppe. Einerseits die Studierenden, nicht nur der Theologie, der verschiedenen päpstlichen Universitäten und Hochschulen, die Mitglieder von religiösen Orden, Priester der Diözese Rom, des Weiteren Mitarbeiter in der Glaubensverkündigung und im pastoralen Dienst, also es wären Gemeindereferenten, Diakone, Jugendgruppenleiter, ehrenamtlich Tätige, Sozialarbeiter, Kulturreferenten und Mediatoren steht hier noch. Sowie alle, die daran interessiert sind, im Bewusstsein und in den Fähigkeiten bezüglich der Sorge um die Schöpfung zu wachsen. Abschließend vielleicht eine kurze Einordnung.
Ich halte den Zusammenschluss der päpstlichen römischen Universitäten und das System der rotierenden Standorte aus organisationspraktischen und strategischen Gründen für clever, weil es Erleichterungen, Synergien bringt und auch die Zielgruppe, also den potenziellen Kuchen an Teilnehmern, vergrößert. Zudem können so mögliche Vorbehalte oder Mauern zwischen den einzelnen Universitäten, also Konkurrenz oder Ähnliches, vielleicht abgebaut werden. Und auch dadurch, dass es im Studienprogramm explizit Mitarbeiter im pastoralen, sozialen und ökologischen Dienst einlädt, können mögliche Mauern, sofern sie bestehen, zwischen Uni-Angehörigen und Nicht-Uni-Angehörigen abgebaut werden. Professor Kurithidam, Josh Ram Kurithidam, den kennen wir auch, schwieriger Name, sagt uns zuletzt, dass pro Kohorte es ca. 60 bis 80 Teilnehmer gibt, was durchaus als Erfolg gesehen werden kann. Ich glaube, im Wintersemester 18/19 war der Start. Der Titel des Zertifikats, das man am Ende erhält, ist Joint Diploma in Ecologia Integrale. Hier ein Teil der ersten 77 Absolventen. Wir sind wieder zurück in Eichstätt, nicht mehr in Rom, und ja, aber in Eichstätt ist ja auch schön. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.